Hi, servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. So, wir haben heute einige Ziele vor uns, die ich erreichen will. Also wir fangen zumindest mal mit dem ersten an. Das heute bezieht sich jetzt bei mir, aber sag mal, auf den Ingame-Tag. Und zwar habe ich in etwa hier den Kontrollpunkt. Ich habe jetzt die Koordinaten nicht aufgeschrieben, aber irgendwo da, so vielleicht. Ich habe die Karte mal erstellt, das ist jetzt aber schon länger her. Also im Endeffekt ist der Kontrollpunkt hier irgendwo auf der Brücke vielleicht. Wir fahren einfach mal da durch und gucken, was dabei rumkommt. Das ist zumindest Position 1, die ich erreichen möchte. So, wir müssen uns jetzt hoffentlich nicht mit jedem anlegen. Wir fahren einfach mal so ein bisschen gemütlich hier durch, ne? Wie die alle vor uns nochmal erstmal spawnen, ne? Nett. Das sieht aus wie ein Kontrollpunkt. Ja, ist wieder gut. Lauf weiter, lauf weiter. So, ich habe quasi die Cook dabei, an die habe ich gedacht. Die schützt uns vor den, ja, Hitzeeffekten hier. Ohne Ente, ne? Erwischt. So, die Armbrust habe ich mal repariert, dass sie ein bisschen, wow, mehr Schaden raushaut. Aber zwei Schuss ins Schulterblatt, in den Bauch, ins linke Knie hilft nicht. Rechte Knie auch nicht. Alter, was steckst du ein? Auf Schwierigkeitsstufe überleben, ist das nun mal so. So, nimm die Ente mit. So, also hier in dieser Gegend war ich noch nie. Also in der Wüste schon, aber jetzt hier das Areal. Hat man ja auf der Map gesehen, aber es auch noch nicht irgendwie in einem anderen Spielstand oder was das schon mal gesehen. Ist alles neu hier. Da wird man hier ein bisschen herumirren. Flup. So, ich habe auf jeden Fall vorher ein paar Stickies besorgt, wie ich das angesagt hatte, nur hatte ich nicht genug Metall, um da auch Pfeile draus zu bauen. Da nehmen wir mal hier gleich mal die zwei Fässer mit hier, zumindest ein Stück, was davon über ist. Wo kommen denn die her? Bleib doch stehen! Boah. Bleib auch aus der Ferne wachsam. Achso, wenn man die eher aus der Ferne töten sollte. Macht man mal so. Macht natürlich weniger Spaß. Das müsste ich ein paar Metallstücke haben. Pfeile herstellen. Was liegt denn hier? Quantenphysik. Was habe ich denn aufgeschrieben? Was? Das war mal der Botaniker, den es hier gab. Leitender Forscher, habe ich den aufgeschrieben irgendwo? Hier. Den gab's in der Ölraffinerie? Echt? Ist das Buch, was ich schon habe? Keine Ahnung. Also diese Karte, die ich hier erstellt hatte, die war natürlich, die habe ich erstellt vor dem letzten Update. Jetzt hat man natürlich einige Bücher woanders abgelegt, um die aus dieser, also meiner Vermutung jetzt einfach mal,
um die aus dieser Questreihe herauszunehmen. Denn dieses eine Buch, was überhaupt erstmal erlaubt, Fallen the Bone, also elektrische Fallen, glaube ich, was es im Forschungszentrum gab, gibt es jetzt, wo war das? Hier. An dem Kontrollpunkt. Aber es hat sich alles ein bisschen geändert. Also ich werde jetzt nicht das finden, was ich eigentlich finden wollte, so wie es aussieht. Aber es ist alles halb so wild, weil, ja, die Umgebung ist für mich neu. Wollte ich immer hin. Ist ja kein Problem. Und wir schauen vielleicht schon rechts in die Hütte rein. Oh, das ist ein Tiger. Auflodern. Soll ich den Tiger abbrennen? Okay, den ersten Schrott, Lederschuhe. Ich glaube, den Tiger mache ich gleich, bevor er mich frisst, aber... Wow. Der verträgt ja mal gar nichts. So komme ich mir vor, wenn mich der Stromer vermöbelt. Es geht einfach so schnell. Kleine Tiere in der Wüste jagen. Ja, ich werde natürlich jetzt nicht so wirklich auf die Quest eingehen, das ist unnötig. Panzer getroffen. Großwildjäger. Dass das jetzt da unten reingegangen ist, oder? Seltsam. Okay. Fall genommen, jetzt guck ich aber mal da rein, ey. Ein weiteres Buch erwarte ich natürlich hier nicht. Was sind das? Deko. Das auch. Das schlag mal weg. Gibt keine Musik mehr, gibt keinen Radiosender mehr. So, wollte in den Laden schauen. Mhm. Hier gibt es ein paar andere Zombie-Köpfe zu kaufen. Ich möchte das aber gar nicht so aufmerksam mal anschauen und durchlesen, weil das nimmt einen irgendwie den Spaß, weil die sind jetzt alle ja da drin benannt. Kann ja nachgucken, wie die hier heißen. Also laut dem Entwickler da, wie er die genannt hat. Alles ist eher unspektakulär, langweilig. Wie viele PS genau? Das klingt doch nach was. Ich wollte eigentlich mal anhalten, wo ein bisschen weniger los ist. Hier vielleicht? Ui. Ich habe da ein paar mitgebracht, so wie es aussieht. Weniger los ist nicht wirklich. Wo kommst denn du her? Uiuiui, mitten in der Explosion gestanden. Das macht aber nichts. Dafür hat das andere Pustelding hier gleich mal einfach so weggemacht. So. Ging ja gut. Hier ist ein Motel. Motels sind auch manchmal interessant. Vielleicht mit einem Buch bestückt, aber. Ich schätze mal nicht dieses Jahr. Woher gibt es diese bessere Coke? Günstig zu haben. Ich habe noch Tonnen von dem alten Zeugs. Weiß ich es nicht. Ich schaue nochmal auf meine Map. Den Kontrollpunkt haben wir jetzt. Auf der 12 wäre die Werft. Hier sollte man doch eigentlich... Werft? Hier ist alles nur Wüste. Wie Werft? Hier ist kein Wasser. In die Richtung. Richtung Osten, darüber. Hinter dem Umspannwerk oder was?
Wenn es nämlich dann heißt, huh, wärst du an das Motel reingegangen, da hättest du was Geiles gegeben, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Wo werft? Ist immer noch kein Wasser. Sicher, dass ich hier richtig bin. Schon irgendwie. Himmelsrichtung stimmt ja. Da ist eine Farm. Ein Löwe, Elefant. Der will mich haben. Ein Strauß. Hat sich angehört wie ein Fuchs. Wo ist die Coke? Ja. Ja, ja, ich hab dich angefahren. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ah. Wo ist der Tiger jetzt? Was bist du? Taube, oder? Echt? Hier in der Wüste. Der jagt den Strauß, ne? Kann das sein? Ach, hab ich dich erwischt. Und das ist ja nett. Ich dachte, den Strauß habe ich mit dem ersten Pfeil, aber was ging wir dann wohl gegen den? Wollt ihr mich jetzt angreifen? Der hat meine Richtung gewechselt. Hallo. Aufheben. Ganz ruhig bleiben, ganz langsam. Was gibt's denn da so Schönes? Straußenfedern. Was für eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob ich die mal gebrauchen kann. Ich hab mein Farmzeugs zu Hause gelassen. Stimmt, nur ein ganz normaler Felsen, oder? Oder sind das Lehmfelsen? Ah! Treff den blöden Strauß nicht. Mit Hilfe des Wolfes den Strauß erwischt. Noch ein Löwe. Soll Gott sagen, dass ich mal zu mir komme. Jetzt habe ich ihn auch noch eingefroren. Alter Falter. Ach, wir wollten doch was mitbringen. Stimmt. Mir hat doch Kaktus gefehlt für das eine Beet. Jetzt habe ich nichts dabei zum Kaktus farmen, das gibt's es nicht. Noch Rede mal probieren. Aber wahrscheinlich ist es vielleicht so die Hitbox wie von einem Baum, oder? Und dann. Schlägst du wahrscheinlich ewig mit der Marede rum. Weil es als Baum zählt. Okay, Kaktusstück. Bekommen. Haben wir doch schon mal was erfüllt, ist doch geil. Das ist die Werft, oder wie? Da steht ein Boot. Ein kleines Bötchen. Nehme ich den Fuchs noch mit. Ich kann ja später noch das Zeug wegwerfen, irgendwie, wenn ich Platzprobleme habe. Sie war der Meinung, das Ding ist stark und hat es angehoben. Ich gibt's überall, ey. Zu Tonnen. Was war das denn? Uiuiuiuiui. Sollte man vielleicht nicht reinfallen. Der Herr braucht schon ein Gewehr, ey. Vorbeigesprungen. Krokodil, verstopfendes Inventar, aber jetzt liegt es einmal hier. Was sagt mein Inventar? Da ist noch ein bisschen Platz, aber vielleicht tue ich einfach schon mal ein bisschen was weg.
Aufbewahren. Schau mal ein bisschen was raus, was man jetzt vielleicht nicht ständig findet. So die Tiersachen. Ich habe eigentlich zumindest nicht vor, ständig Tiere zu jagen. Das Buch und das und Leiterplatten und so ein Zeugs findet man das auch nicht so oft. Oh, ich habe noch richtig viel Platz. Das soll ich eigentlich mal verkaufen irgendwo. Stiggys Farm will ich gerade nicht unbedingt. Hier ist noch mehr so Tierkram und Essenszeugs. So, freies Inventar. Ist da ein Kran? Puzzle. Weggeschossen. Headshot-Bonus. Ist einfach geil. Ich habe ein bisschen Schiss hier, dass mir irgendwas zustößt. Ah ja, kann man rausschwimmen. Das ist okay. Guck, blinkt die schon? Nö. Nee. Tauchen. Von hinten. Navy Seal. Schuss. Lalala. Trifft man nicht den Kopf. Macht's weniger Spaß. So, ich weiß natürlich dann trotzdem nicht, wo das ist. Ich habe jetzt nur aufgeschrieben, dass es hier in der Werft ein Buch gibt. Ob das noch so ist und welches Buch, weiß ich natürlich jetzt trotzdem nicht. Und wo das liegt, ja sowieso nicht. Wir müssen alles absuchen. Machen wir erstmal Tisch. Puzzle ist noch ruhig geblieben. Aufheben. Ah. Ging daneben. Da gab es eine Verzögerung beim Nachladen. Weg hier. So, hier kann man hoch. Ui. Ist nur ein Stück Holz. Okay. Ich dachte schon, das ist eine Carbox. Kann ich hier auf das Boot gehen? Gibt's da was Schönes? Ui. Zu nah für Headshot. Geht einfach in den Rücken, die Armbrust dann einfach zu tief, ne? Hallo, ich übernehme jetzt das Schiff hier. Gibt's nichts. Alles nur Deko oder was? Ja, es kann natürlich nicht überall Zeugs geben, aber so, ja gut. Die entwickeln ja im Spiel noch. Im Endeffekt wird es dann irgendwas für den Boden mal geben. Da ist genug Raum da, um da ein paar Kisten oder irgendwas reinzustellen. Aber aktuell sieht es so aus wie verschwendete Zeit. Komme ich jetzt gar nicht darüber oder was? Ah, ich will es auch nicht erzwingen, vielleicht gibt es irgendwie einen Weg, aber dann komme ich vielleicht nicht mehr zurück oder irgendwas. Ach, da ist nichts. Da ist einfach nichts. Wir gehen wieder runter. Und da ist so ein großes Verwaltungsgebäude oder sowas. Bäh, hier einfach mal so dadurch. Weil auch wenn man einen ganzen Tag Zeit hatte für den Ausflug, der ist dann einfach mal ruckzuck um. Und die Aufnahmezeit, die geht noch. Wir haben noch gut Zeit. Können auch was erleben. Wow, das Areal ist groß. Das ist wirklich groß. Halleluja. Hüpf. Das Verwaltungsgebäude, was ich gesagt hatte, ist tatsächlich ganz schön weit weg. Darüber schwimmen wollte ich jetzt nicht.
Im Endeffekt verpasse ich dann das, um was es vielleicht geht. Ah, ich mag die Armbrust einfach, die ist so geil. Wow. Dann haben wir doch den schönen Bogen hier gefunden, den habe ich sogar noch dabei extra. Muss das wieder gucken. Der schießt auch relativ gerade. Aber da hat man halt das Problem. Hast jetzt weit genug aufgezogen? Kannst du schon einen Pfeil absetzen oder nicht? Bei der Armbrust einfach, ja, du klickst und ja. Wenn du nicht schießt, klickst du halt nochmal, dann schießt du halt. Und beim Bogen musst du dann einfach nochmal aufziehen. Was zum Looten hier? Nö. Zweimal hätte überlebt, oder was? Das Ding ist einfach zu schwach. Wenn man die Armbrust nicht hat und den Bogen findet, dann ist es bestimmt ein geiles Teil. Dann schätzt man das Ding einfach besser. Wer hat geschrien? Du! So weit weg. Okay, weiter. Gucken wir mal hier außen rum. Natürlich für die ist vielleicht nicht ganz so spannend, die das einfach schon tausendmal selbst gezockt haben oder bei anderen zugeschaut haben. Für mich ist jetzt hochgradig spannend. Ja, ist vielleicht übertrieben, aber. War ganz schön weh, kann das sein? So, was habe ich eigentlich dabei? Habe ich den jetzt dabei? Nee. Ach hier, den kann ich auch mal essen. Hamburger für XP. Uiuiui, kommt mal ein bisschen raus hier. Ich nehme das Teil wieder. Es geht einfach besser. Oh, Tageshorde. Okay, nehme ich jetzt doch das Fleisch jetzt schon. Die Klinge habe ich repariert. Kaputt. Assassine fehlt noch, ne? War nicht dabei. Kommt er noch und erwischt mich dann, wenn ich nicht drauf vorbereitet bin, oder wie? Ich denke, der Assassine hat noch nie gefehlt. Naja, mal gucken. Gehen wir mal hier rein. So, die Tür haben sie zerstört. Die hat eine richtige Wut auf die Tür. Schade. Munition, Holzboxen und so ein Zeugs.
Würde natürlich gerne alles looten, ist natürlich die Frage dann, ja, was sagt die Zeit, ne? Wir haben jetzt ein bisschen reagiert, da die Munition nehme ich jetzt einfach mit. Nehmen wir alles mit, bis der hier ist. Boah. Der ist aber jetzt gelaufen, oder? Wahnsinn, rückwärts und Vollgas. Ja, gern die? Nö. Jetzt vielleicht ein paar. Jetzt kommen welche. Uiuiui, sind ein paar. Bitte versammeln. Platt, ne? So, weggemacht. Wow. War voll. Wahrscheinlich, nichts, was ich brauche. Profiboxer. Anfänger. Leutnant, also das auf keinen Fall. Profiboxer, bin ich mir nicht sicher. Aber die anderen zwei Bücher sind schon mal nix. Man hört viel Bewegung. So, was gab's denn das so? Nichts Besonderes, aber es ist schon mal Aluminium, um den Panzer zu reparieren. Da ist er. Der Assassine. Der hat einen Augenblick gewartet, aber war irgendwie zu laut beim Laufen, ne? Sind wir hier schon durch, oder wie? Kann ich jetzt hier hoch? Ja, hier gibt's auch noch ein bisschen was. Ach du Schreck, wenn es jetzt hier kein Buch gibt, ey. Bin extra hergefahren. Ey, ey. Okay, als Feuer macht man aktuell ja eh nichts wegen der Coke. Aber man bekommt ja trotzdem Schaden durch die Explosion. Ui, hier geht's noch lang. Wow. Ist ja groß. Einfach durchgezogen. So, die mal alle reanimieren da. Die da weggetreten sind. Eine Carbox, aber hier ist Sackgasse.
Luftreiniger, das ist schon gar nicht so schlecht, denke ich mal. Den habe ich vielleicht sogar erst einmal. Und ich schätze mal, dass ich das für das Autobauen brauche. Würde ich das überleben? Ich weiß es nicht. Ich spring mal lieber hier so zwischen Etage. Der hier hat sich an der Tür ausgelassen. Komisch manchmal. So, also weiter zum nächsten Gebäude. Bin die Sache bestimmt von der falschen Seite angegangen und finde das Ding dann aus dem allerletzten Gebäude oder so. Guck. Muss man jetzt alles looten, das ist jetzt unnötig, aber ein paar Ölfässer. Der Panzer, der verbraucht. Alter, bleib stehen. Muss das Schild weglegen, ey. Schlaf erstmal zurück. Da war doch irgendwas zum Looten. Genau hier. Und der ist eh draufgegangen. Erstmal weg, dann aufheben. So, wo sind wir denn jetzt hier? Das war es ja nix, war leer. Gehen wir mal hier rein, oder? Oh, das ist zu. Wilde Tiere jagen, okay. Hat man das nicht erst? Als Hinweis? Gibt es hier ein Tier in der Nähe, oder was? Der Flammenwerfer-Typ. Du hast ja was eingesteckt. Halleluja. Die Brechstange ist eigentlich schon noch recht gut. So, hallo, habt ihr ein Buch für mich? Aufsatzschrank mit nichts drin. Wie sie da ums Eck geflitzt kam, hä? Die war ja richtig schnell. Er hat geschrien. Komm ran. Oh ja, lass dir was fallen. Euch gibt's mal eindeutig zu viele. Uiuiui, schön. Lang nichts Goldenes gesehen. Knochenhelm, wie geil. Das war zu früh gestorben von mir. Knochenhelm, Kopfschussschaden und sonst nix. Spurenanzahl auch nix. Schade.
Müll. Hey, Waffenschrank. Sah so unscheinbar aus, ne? Gehst durch die Tür, ja, so eine komische, durchlöcherte Halle. Und da steht da eine Aufsatzbox, hier ein Waffenschrank, Munition ohne Ende. So, nichts Besonderes, halt zweimal Aluminium. Für mich ist es im Endeffekt schon was wert. Oh, da gab es von uns auch noch einen Eisenhelm. Ja, da ist zumindest beim Zerlegen was wert. Bin mir jetzt gar nicht mal sicher, was das war. Irgendein seltenes Material, was? Hä? Brauchst du ein Fass drin oder was? Habe ich den jetzt befreit oder wie? Scholz Trophäe, es gab einen Kopf von dem. So, das war es auch noch nichts. Oh. Dann kommt vielleicht von da, ne? Moment, lass mich mal in die Richtung drehen. Ja. Bisher waren die Bücher immer recht am Anfang. Also ich fange jetzt mal von hier vorne an. Na, den gönne ich mir vielleicht mal heute so. Ah, Automatikschuss. Immer wieder drin, ne? Man steckt das Gewehr weg. Nimm's wieder raus, ist Automatikschuss wieder drin. Das ist einfach. Schade. Dich sollte ich wahrscheinlich jagen, weil ich schon zum zigsten Mal kam. Jage das Tier der Wüste. Ziegenhaut. Okay, sieht man hier noch was Interessantes? Ja, nicht, oder? Also weiter rein da jetzt her. Nehmen wir das Auto mit. 13 Uhr. Ich denke schon, dass wir ein bisschen looten können hier. Folgenlänge, ja, keine Ahnung. Ist halt ein bisschen länger, ne? Oh, hier gibt's ja einen Laden. Ja, das ist übliches Zeugs, oder? Gibt's eigentlich. Ist das länger geworden? Ging es nicht nur bis hier? Nee, sieht recht normal aus, oder? Das Teil ist eigentlich nicht schlecht. Hab kein Geld. Muss das Geld zurückhalten erstmal. Wo ich schon wieder ohne dastehe, ne? Überlebt lange gedischt. So, Pfeile verliere ich regelmäßig welche, schätze ich mal. Ich denke, ich bin mit über 70 oder was hier rein. Ein Schuss. Kritischer Treffer zwischen die Augen. Wie geil. Hinten steht ja sein Kollege, ne? Erwischt. Das wäre es noch ein Hit und tot, ne? Wer hätte sich da gefreut, hm? Könnt ruhig ehrlich sein. Hier liegen noch Pfeile. Ist doch mehr daneben gegangen wie gedacht.
schon eh schon eine Ente in der Tasche. So, Nashorn müsste ich wahrscheinlich auch jagen und den Elefant, das fehlt ja dann alles noch. Aber ich denke, wir sind noch eine Weile in der Wüste. Nicht unbedingt nur heute, sondern vielleicht auch beim nächsten Mal. Das war schon ein bisschen knapp. Die Kuck hat jetzt versagt. Und wenn der mich jetzt abgeflammelt hätte, bin mit einem Hit bin ich tot bei dem. Puh. Okay, was gab's denn so? Eisenrüstung. Leider keine schönen Werte. Es kommt einfach nichts Geiles mehr rum. Das ist so selten, dass was Geiles rumkommt. Kettensäge wurde man noch gefunden unterwegs. Aber da ist nichts. Ja, okay. Moment. Ah, die Folge ist hier zu Ende. Wir werden beim nächsten Mal hier weitersuchen. Wir müssen dann scheinbar das ganze Gelände looten, um das Buch zu finden, wenn es das überhaupt noch gibt. Aber im Endeffekt vielleicht dann hinten. Das schaffen wir schon irgendwie noch. Also vielen Dank fürs Einschalten, liken und abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Büchersuche. Also, ciao Leute.